Hallo, die Insider-Information-Prüfung Personalfachkaufmann entschlüsselt bekommen Sie, wenn Sie unter diesem Video auf den Link klicken und sich in das Formular eintragen. In diesen Videos, in dieser neuen Videoserie, behandle ich Prüfungsfragen zum Personalfachkaufmann. Hier geht es um Schlüsselqualifikation. Und das Erste, was in der Prüfung zunächst einmal gefragt werden könnte, ist, was ist das überhaupt? Nun, eine Schlüsselqualifikation ist vor allem, oder zwei Dinge sind vor allem wichtig, eine Schlüsselqualifikation ist eine grundlegende Fähigkeit, das heißt, sie ist grundlegend und fächerübergreifend. Mit einer Schlüsselqualifikation kommen Sie also aus der einen Kategorie raus. Wenn Sie zum Beispiel nur eine bestimmte Software können, dann sind Sie ein Experte, solange diese Software wichtig ist. Wenn der Markt sich ändert, dann können Sie mit dieser speziellen Softwarequalifikation nichts mehr anfangen. Eine Schlüsselqualifikation ist genau das Gegenteil von einer spezifischen Qualifikation. Sie ist grundlegend und fächerübergreifend. Was könnte das zum Beispiel sein? Was könnte eine Schlüsselqualifikation sein? Zum Beispiel Selbstdisziplin ist eine Schlüsselqualifikation, weil wer sich selber disziplinieren kann, der kann dann auch verbunden mit Lernfähigkeit sich die neue Software erarbeiten. Ja, Selbstdisziplin und Lernfähigkeit zusammen sind Schlüsselqualifikationen, gerade in der heutigen Zeit. Dann zum Beispiel emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, mit den eigenen Gefühlen und den anderen Gefühlen, den Gefühlen anderer Menschen gut, weise umgehen zu können. Zu wissen, dass Menschen fühlende Wesen sind und zu schauen, wo sie gefühlsmäßig stehen und entsprechend richtig agieren. Das ist emotionale Intelligenz. Was haben wir noch? Planungsfähigkeit. Planungsfähigkeit. Ja, egal, was Sie planen, Sie haben die Fähigkeit zu planen und die Dinge dann auch zum Erfolg zu bringen. Zielorientierung. Zielorientierung und Planungsfähigkeit zusammengenommen sind wichtige Schlüsselqualifikationen. Da weiß man, egal welche Aufgabe man diesem Menschen gibt, der plant das gut und er bringt es zu Ende, er bringt es zum Ergebnis. Zielorientierung bedeutet vor allem natürlich Ergebnisorientierung. Ja, dass am Ende wirklich ein positives Ergebnis rauskommt. Viele Menschen haben das nicht. Die machen irgendwas und meinen, allein durch das Machen sei schon was getan. Aber entscheidend ist, dass ein Ergebnis rauskommt am Ende und das ist dann wieder eine Schlüsselqualifikation. Dann in Aufgabenteil B könnte gefragt werden nach der Bedeutung der Schlüsselqualifikation. Nun, die Bedeutung von Schlüsselqualifikation ist wachsend. Und warum ist das so? Weil wir einfach eine dynamische Zeit haben. Eine dynamische Zeit, das klingt wie so eine Phrase, meint, dass wir ständige Veränderungen haben. Die Software, auf die sich heute jemand spezialisiert, um nochmal dieses Beispiel aufzugreifen, ist in 2 Jahren veraltet. Und deswegen brauchen wir eine ständige Lernfähigkeit durch die ständige Veränderung. Das heißt, wenn wir Menschen nur fachspezifisch ausbilden, dann veraltet das Wissen. Ja, Wissen veraltet und zwar relativ schnell und neues Wissen kommt hinzu und zwar auch sehr schnell. Und deswegen werden diese Schlüsselqualifikationen immer wichtiger. Okay, das soll genügen für diese Prüfungsfrage. Die Insider-Information Prüfung Personalfachkaufmann, Personalfachkauffrau entschlüsselt erhalten Sie, wenn Sie unter dem Video auf den Link klicken und sich eintragen. Viel Erfolg für Sie, Marius Ebert.